Hola, ¿qué tal? Ich bin Marion und zeige dir, wie man das Verb werden ins Spanische übersetzt. Dieses Verb hat im Spanischen nämlich mehrere Entsprechungen. Zuerst klären wir einmal, was das Verb werden im Allgemeinen überhaupt beschreibt. Danach gehen wir auf die unterschiedlichen Übersetzungsmöglichkeiten wie volverse, hacerse, ponerse, quedarse, convertirse en und llegar a ser ein und bilden einige Beispielsätze, damit du erkennst, wann du welche Übersetzung für werden benutzt. Abschließend folgt eine Zusammenfassung. Vamos! Mit dem Verb werden drückt man eine Veränderung, einen Prozess oder einen Wandel aus. Diese Veränderungen können plötzlich oder schleichend eintreten, bleibend oder vorübergehend sein und sich auf die unterschiedlichsten Situationen beziehen. Wie zum Beispiel Lehrer werden, sauer werden, katholisch werden, besser werden. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com